Patrick? Ja, ich bin immer. Kennst du mich? Patrick? Ja, Hallo du kennst Tim? mich. Hallo? Hallo Nils. Hallo? 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 Onkelus? Bulubulu? Oh, da kommt ein Schatten von hinten. Es ist der Turm. Achso. Hat er sich angeschlichen, um dich zu erschrecken? Ja, wir kommen zur nächsten Folge Minecraft. Let's play Minecraft. Minecraft, let's play Minecraft. Das Bacon. Let's play mit das Bacon. Das Bacon. Das Bacon stirbt. So, das Bacon ist hier. Das Bacon ist in meinem Inventar. Das Bacon ist lecker. Was war das denn schon wieder für ein verwirrter Monolog von dir? Finde ich gut. Hauptsache verliert, das ist doch. So, auf jeden Das ist die Fall. Devise von unserem Immer, Server. genau. Ach, von unserem Channel, sage ich Das hier, von ist ja, unserem das ist ja. Server. Naja, von, das ist unsere Corporate Identity, so heißt das heutzutage. Server, bitte kommen. Ja, mein Server, also mein Butler, der ist heute krank. Der ist im Zentrale hier, Urlaub. Delta. So, ich habe bei Minecraft wieder ein bisschen lauter bekommen, auch zum Glück jetzt. Tim schreit immer noch so krass, aber es ist nicht so schlimm. Ja, also ich bin auch nicht am Schreien. Dann kann Tim das auch schaffen. Ich bin eigentlich ganz leise. Uneigentlich aber Vielleicht auch. ist dein Internet zu schnell. Vielleicht ist mein Internet zu laut. Halte ich für wahrscheinlicher. Ja. Ich Hm. nicht. Bin ich auch in den Aufnahmen so laut? Ja, selbstverständlich. Ich nehme ja das auf, Komisch. was du jetzt gerade sagst. So, Ja, schlafen jemand? komisch. Schlafen? Jemand Lust auf Schlafen? Schlafen? Zu schlafen? Ja, Ja. ich könnte eben ein Bett setzen. Ja, ich sie liege schon. Ich liege auch. Ich suche einen Ausgang. Könnte noch eine Weile dauern. Tim, ich bin auch unter Tage. Ich bin auch in einem dunklen Tunnel ohne Lampen. Ja, aber ich habe kein Bett. Och, dann nimm doch eins mit. Ja, der ist. Wusste ja nicht. Eigentlich ist irgendwo ein Ausgang. Boah. Hilfe. Ah, wer ist ja immer noch dunkel? Ah, da Dann ist eine schlafe Treppe. ich noch ein Ich habe bisschen eine Treppe weiter. gefunden. Das sieht gut aus. Ein Ah, ich Disconnect wäre schneller gegangen. bin bei ihr in seinem Platz gelandet. Meine Füße stinken. Was? Bei mir sind es die Arme. Aber heute darf ich das. Heute darfst du das, denn heute hattest du Geburtstag bis gestern. Ja. Also bis gerade. Ja. Tim, willst du dir auch noch herzlichen Glückwunsch? Ja, natürlich will ich das. Herzlichen Glückwunsch, Patrick. Ja, danke. Nachträglich, Jetzt. ne? Ja, Ja. jetzt nachträglich. Ich bin voll alt jetzt. Ja, Sag natürlich. nachträglich. Nachträglich. Natürlich will ich dir auch einen herzlichen Glückwunsch wünschen. Und jetzt leg dich ins Super. Bett. Ich bin noch Ah, 10 hätte ja Meter weg funktionieren davon. können. Hätte funktionieren können. Bin 10 Meter noch. Jetzt, warte. Wie Die lange? Tür. Und Sprung ins Bett. In my younger and more vulnerable years, my father gave me some advice that I've been turning over in my head ever since. Guten Morgen, Eure Lordschaft. Guten Morgen. So. Dann sind wir doch wieder am Start. Genau. Schubidubidu. Ubidubi. Ich glaube, ich Uhuhu. guck gleich First Contact. Oh, habe ich wieder geguckt letztens mal. Wann, wie lange ist das her? Lass mich lügen. 3 Wochen oder so. Geil, ich habe auch jetzt angefangen, ich habe Insurrection geguckt erst, Ja. dann habe ich hier Generations habe ich jetzt für dich geguckt. Die sind beide Generations. nicht gut, finde ich. Okay. Ja, ich gucke gerade Warehouse 13. Den Star Trek-Film kenne ich nicht. Das ist eigentlich eine sehr lustige Geschichte. Also eigentlich schon. Also die Serie lebt auch nur von den Charakteren, also nicht von der Story tatsächlich. Aber es ist sehr schön. Es sind Wie so. Two and a Half Men. Ja, aber das kannst du Two and a Half dann. Men in a Story? Ja. Naja, komm. Jetzt so eine echte Story, so mit. Naja, okay, irgendwann ist Charlie Sheen gestorben, aber. Story. Ja, also. Naja, gut. Wenn das als Story qualifiziert, okay. Ja. Ja. Ich dachte, das Boot hätte sich bewegt gerade. Ich werde alt. So, ich werde jetzt anfangen, ein Haus zu bauen. Denn mein Inventar ist voll mit Gedöns. Das ist doch schön. Das hört sich an wie so ein Lehrfilm. Ich habe ganz viel. Oh, Redstone-Fackeln, wie baut man die nochmal? Nicht Redstone. Fackeln, nicht Fackeln, sondern Lampen.
Das weiß ich nicht genau. Aber die sind cool. Mal kurz nach. Das hatte ich vor allem, du kannst, das Geile ist ja, man kann ja mit den, das hatten wir ja nachgeguckt, mit den Netherquarzen kannst du ja diese Tageslichtsensoren bauen. Ja, und dann kannst du Lampen machen, die nachts automatisch angehen. Wie geil ist das denn? Das stimmt, das ist cool. So, ich gehe mir jetzt erstmal eine Rüstung bauen, weil ich keine Lust habe, dass ständig irgendwelche Dinge mich töten wollen, das fast schaffen. Ich gehe mir jetzt erstmal eine Wurst schmieden. Wo kriegt man den Glowstone her? Aus der Hölle. Aus der Hölle, nur aus der Decke von der Hölle. Und manchmal auch von Dorfbewohnern oder aus Hexen. Ja. Gut. Ich werde gleich mal ganz mutig sein. Ich gehe gleich mal in die Hölle, gucke, ob ich es überlebe. Hier sind aber auch noch ein paar Creeper installiert, explodiert. Was? Ja. Macht nichts. Ja. Ich gehe erstmal in die Hölle. Hol mir Glowstone, wenn ich es irgendwie hinkriege, ohne zu krepieren. Und dann baue ich ein paar schöne Dinge erst, ne? Ein paar schöne Lampen. Ein paar schöne Dinge erst? Mach mal. Jo. Mach mal. Ich so ein paar schöne Teile mache ich. Ne? Ja. Wenn du unterwegs ein bisschen Cobblestone findest, kannst du das ruhig mitbringen, ne? Weil ich soll dich Cobblestone mitbringen. Ja, Cobblestone kann ich jetzt immer brauchen, weil ich will ja mir jetzt die... Für die Stone Bricks, weißt du? Du Nils, das ist gut, dass du mich das jetzt gesagt hast. Denn jetzt, wo das ist, bin ich noch bei meinem Haus. Da habe ich noch ganz viel von dem Zeug. Ah, spitzenmäßig. Ich will ja die Festung weiterbauen, ne? Das weißt du. Ich habe 23, habe ich. Jo, 23. Hilft dir dort? Ja. Naja, ja. Jedes bisschen beten, hilft, ne? Beten. So. Ein Like gleich ein Gebet für ein krankes Kind. Ja, genau. Oh, hier sind noch ein bisschen Stone noch drin. Ich habe mein Geld vergessen. Kann ich auch in Gebeten zahlen, ne? So sieht's nämlich aus. Habe ich heute, gestern gemacht. Da bin ich in die Bibliothek gegangen. Und hast du Gebeten gezahlt? In die Universitätsbibliothek. Da muss man eigentlich seinen Studierendenausweis oder seinen Personalausweis hinterlegen, damit man einen Spinnschlüssel bekommt und da rein darf. Und du hast gebetet. Hatte ich aber mein Portemonnaie vergessen. Dann habe ich gefragt, ob ich auch mein Notebook einfach in diesen Schlitz stecken kann, wo man normalerweise das Dingens reintut. Hat die Dame gesagt, nein, aber du kannst einfach deine Tasche hier lassen. Und dann war sie nett. Boom, und dann war sie nett. Ganz plötzlich, ne? Ich war aber auch sehr charmant. Lala. Aber so kenne ich dich. Ja, so haben wir uns auch kennengelernt, damals in der Bibliothek. In der Medizinbibliothek. Ich glaube, ich habe damals eine andere Geschichte gehört. Was du nicht alles für Geschichten hörst, mein Freund. Ja, das ist aber auch der Tim, ne? Der Tim ist immer auf Twitter und da kursieren ja die wildesten Tweets. Auf Twitter. Der Twitter-Tim. Ja, ganz genau. Gewitter! Einfach, genau, ihr könnt Twitter. Eigentlich ist er ein Twitter-Tim. Wenn ihr meinen Twitter-Account findet, dann sagt Bescheid, dann weiß ich, wo er ist. Tim, du bist ein Also jetzt an die Zugucker, Zuhörer. Twit. Ja. Ein Tweet, ach, danke sehr. Ja, danke sehr. Imbecil. Ja, ist eigentlich ein tuntiger Twitter. Ein Twitter. oh Gott. Nivea, lass grüßen. Wo ist denn jetzt die ganze... Die Kohlen sind jetzt weg hier. Alles verbraucht. Ab in die Hölle. Ja, das ist ja cool, hier ist eine Kuh. Die werde ich jetzt töten. Hallo Kuh. Eine Mu-Kuh. Sie ist gestorben. Ich besitze Leder und Fleisch. Wenn du bereit bist zu helfen, sagst du Bescheid, ne? Oder wenn du da was gebaut hast, dann komme ich mal gucken. Wer, ich? Beide. Also ich gehe jetzt in die Hölle. Richtig. Ich meine, also ging auch eigentlich primär an Patrick gerade, weil er das eben angeboten hatte und dann habe ich gesagt, komm. Ja, ich sammle ja noch Ressourcen und ich wollte jetzt gerade ein Haus bauen für mich. Ist ja okay, ich will nur, dass ich das weiß dann. An der Decke von der Hölle. Weil ich brauche auch Hilfe. Ja, wenn du Hilfe brauchst, dann komme ich. Aber nächste, mach erstmal da, dann, weil dann bist du eine größere Hilfe, wenn du mächtiger bist. Ja, ich muss halt Ressourcen haben, ne? Und wenn ich Ressourcen habe, dann kann ich gerne ganz viel hinein. Richtig. Im Moment brauche ich nämlich jemanden, der einen Dschungelbaum für mich fällt. Und Leute, die Steine tragen. Ach, ich mache gerade so einen vierstämmigen Dschungelbaum kaputt. Boah, ich habe ganz viel Glowstone gefunden. Ich muss da jetzt irgendwie aber hochkommen. Oh, ich würde gerne das filmen und dann Yakety Sax da drunter legen. Was? Das ist immer das Beste, die Musik, dieses Benny Hill-Theme zu Tim stirbt. Noch bin ich nicht gestorben. Ja, ja. Noch lebe ich tatsächlich. Kaum zu glauben, aber noch bin ich nicht tot.
Ja, ich habe ja sehr viele Let's Plays gesehen schon. In manchen davon bin ich nicht gestorben. In manchen, ja. Das stimmt. Irgendeine Folge. In manchen anderen habe ich das dafür wieder wettgemacht, indem ich alle 2 Minuten gestorben bin. Folge 68 oder so fängt sogar damit an, dass du stirbst einfach. Ja. Herzlich willkommen zu einem. Da bin ich irgendwo runtergefallen, glaube ich, ne? Ich glaube, ja. Ich habe ja nie behauptet, dass ich gut in Minecraft bin. Nee, jeder hat so andere seine anderen Qualitäten. Genau, ich kann zum Beispiel atmen. Ja. Unter Wasser aber nicht, auch wenn du es schon versucht hast. Ja, es hat nicht geklappt, leider. So. Hast du ihm gesagt, dass du die Leertaste drücken musst im Wasser? Nö, das hat mir bei meiner Geburt auch niemand gesagt. So. Ah. Warte, ich bin hier angekommen und ich bin nicht tot im Moment. Wie krass ist das denn? Bah. Was ist nicht? Warum bah, nicht? Bah, was ist das denn? Irgendwas ist hier kaputt gegangen. Bah. Ganz eckbar. Was ist denn los? Nix. Das ist aber nur ganz stumpfe Mauersetzarbeit gerade und ich habe mich gelangweilt. Dann habe ich gedacht, tue ich mal so, als würde ich irgendwas Ekliges sehen, bis einer von euch fragt. Achso, nee, ich habe es einfach ignoriert. Ich dachte mir, was soll's? Solange ich es nicht sehen muss. Wie damals, als ich den Schlaganfall hatte und du es einfach ignoriert hast. Ja, ich dachte mir, solange ich es nicht sehen muss. Ne? Guck mal, du hast auch nie was getan, wenn ich irgendwo in die Lava gefallen bin oder explodiert bin oder gefressen wurde. So. Langsam. Ich jetzt ja viel schlimmer. Langsam wird's. Ich weiß nur gar nicht, welchen Sinn das gerade. Oh, komm mal in die Hölle, wenn du Zeit hast. Da wirst du was ganz Erstaunliches sehen. Ich bin nicht tot. Ergibt. Was mache ich denn gerade? Warte mal, nee, das machen wir anders. Wie macht man denn aus dem Glowstone Dust eigentlich den Glowstone Block? Ja, alles zusammen in den Topf und dann mischen. Achso, Mission Impossible. Nee, einfach auch, ne? Nur so ein Viererblock. Achso, okay. Also 1x1, 2x2 quasi. Mensch, wie schön. Kaum mit freundlichen Grüßen. Die Welt liegt uns zu Füßen, denn wir stehen drauf. Kaum ist der CK dabei, kriege ich manchmal auch sinnvolle Kommentare. Nicht mal so ein bisschen Quatsch wie von dir jetzt. Ja, kannst du da gerne alleine spielen. Nee, mir macht das auch keinen Spaß, mit dir zu spielen. Nee, nee, schon furchtbar, du. Ich mach das nur, weil wir das zusammen angefangen haben. Ja. Kann ich aber auch nachvollziehen, ist schon echt schlimm. Undankbares Stück. Ne? Aber genau deswegen haben wir doch geheiratet. So. Das noch davor. Och, das geht ja schlimmer. Ja, das Bacon fuscht beim Bau. Ich baue erstmal ganz viele Kisten. Jetzt. Um meine ganz vielen Ressourcen hineinzu. So, jetzt habe ich fast mein ganzes halbes Inventar voll mit diesem Gedöns. Finde ich sehr toll. Das ging echt leichter als erwartet. Muss ich bloß das Portal wiederfinden. Da ist es. Haha, ich bin nicht tot. Well, 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 well. Jemand slape? Ja, ich wollte mich gerade eben eingraben. Damit das geht. Ist mir aber auch eigentlich, also von mir aus müssen wir das nicht. Der Tim will das immer. Das will ich. Oh, da geht der Mond auf hinten. Das sieht schön aus. Hä? Also von mir aus gerne, weil ich nämlich jetzt hier gerne bauen wollte. Dann lege ich. So. Gut, ich gehe gleich Richtung Bett, ganz entspannt. Ja. Ich liege auch. Weil ich immer ein Bett mit habe, Tim. Ja, schön für dich. Ich nicht. Ich habe ganz viel Glowstone dabei. Das ist schön. Glowstone kann man sehr schöne Sachen machen. Whenever you feel like criticizing anyone, he told me, just remember that all the people in this world haven't had the advantages that you've had. He didn't say any more, but we've always been unusually communicative in a reserved way, and I understood that he meant a great deal more than that. Ich bin jetzt im Bett. Und so werden wir Stück für Stück in diesem Let's Play Minecraft The Great Gatsby gemeinsam lesen. So sieht das aus. Klammer mal ein bisschen Redstone von dir, ne? Redstone, ja klar. Ich weiß auch nicht, warum du immer sagst, dass du das klaust, weil für mich gehört das alles uns.
Weil ich könnte ja auch sagen, guck mal, das ist ein Pfannkuchen, aber da habe ich keinen Bock drauf. Weil ist so. Ach so. Einfach nicht fragen. Ja, ich kann das nicht verstehen, weil ich immer so viel Scheiße rede. Du bist das die ganze Zeit. Patrick? Ja. Im Juni, Ende, an, ja. Was ist denn jetzt? Am 1. oder 2. Juli bin ich bei Monty Python in London. Bist du neidisch? Ach, krass, echt? Schon sehr. Ich bin auf jeden Fall neidisch. Wirklich sehr. Das ist gar nicht mal schlecht. Es ist schon besser als gut. Diese Glowstone-Lamps, warum? Ach, die brauchen Schalter oder sowas, ne? Ja. Wie baut man die denn nochmal? Stein und Stock drüber zum Beispiel, dann kannst du einen Hebel machen. Ja. Achso, gut, das ist ja voll easy. Ja. Da, dass ich meine Steine alle zu dir gebracht habe, dann musst du mal kurz welche holen. Sehr gut. Man bereut es eigentlich grundsätzlich, wenn man nett war. Ja. Früher oder später. Deswegen frage ich auch immer, ob ich deine Sachen haben kann, nachdem ich sie aus der Kiste geholt habe. Wie sich das gehört für einen Gentleman. Was? Holz. Ach, ist doch alles hier, weißt du, ne? Ist doch alles nicht echt. Ist alles Matrix. Ja. Ich stimme dir zu, etwas. Vielleicht. Leicht. Mittelschwer. Ja. Und was der Tim sonst noch so stimmt. Ja, nächste Folge und so, ne? Richtig. Das Übliche. Kennt ihr ja mittlerweile. Gute Nacht. Ciao.